Herzlich willkommen zum Wochengruß Nummer 2249 aus der Jablonski-Straße. Hier ist noch ganz schönes Chaos. Wir sind hier mitten im Getrubel und keiner merkt das. Ja. Wir nehmen gerade den Wochengruß auf, ihr aber Lieben. Aber ganz heimlich, wir sagen es euch nicht. Wir sagen das aber nicht, dass wir den Wochengruß aufnehmen. Das Kerzenlicht ist bestimmt schon genau drauf. Wir haben nämlich hier gerade Assistententeam Weihnachtsfeier. Es ist so cool, das ist wirklich keiner merkt es. Hallo Kinder. Wir nehmen gerade den Wochengruß auf. Ja. Wir sind schon auf Sendung. Wir sind auf Sendung. Aber ihr könnt nur mit dazukommen, wenn ihr wollt. Genau. Wir sind schon dabei. Ja. Ja, du bist jetzt im Bild. Du bist jetzt im Bild. Guck in die Kamera genau rein. Da sagt wenigstens Tschüss in die Kamera. Tschüss, genau. Wir hatten hier Assistentenweihnachtsfeier, deswegen sind hier viele bekannte Gesichter. Genau. Ist alles so chaotisch. Guck mal, jetzt gucken sie hier alle und trauen sich nicht mehr. Ja. Jetzt haben wir sie still gekriegt. Was gibt es denn von der Woche zu erzählen? Ich hatte eine Woche Trainertraining, ich kann nicht mehr reden. Die Woche war schön. Ja. Wir hatten Trainertraining. Du bist eigentlich Teil des Trainertrainings. Du bist eigentlich theoretisch im Herzen bin ich Teil des Im Herzen bist du Trainer. Aber guck mal, jetzt gehen die tatsächlich hier auch noch. Genau. Hatte sie jetzt zu uns aufs Sofa kommen und einen lieben Gruß sagen? Ich hatte die Woche Das ist das Tolle bei Handlungstypen, dass man sie natürlich kriegt für sowas hier in der Art. Das ist Dagmar Ling, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Wir haben sie auch in unserem Podcast erwähnt, dem 43er. Ne? Ja. Das haben freut wir? Mich zu hören. Oder haben wir über eine andere Handlungstypfrau geredet? Ich glaube, ich habe nicht über mich geregnet. Geregnet? Nicht über mich geregnet. Der Glühwein war gut. Wie ihr merkt. Gut. Nee, wir hatten ja einen Podcast nochmal gemacht, Nachklapp zu dem Webinar von dir. Das Wort suchte ich jetzt gerade über Psychografie. Und haben da in den höchsten Höhen der tiefsten Erkenntnisse. Und wir können ja schon mal ein Preview machen, es wird noch einen dritten Teil geben mit einem Stargast. Genau. Grüße nach Österreich. Mehr verraten wir nicht. Genau, weil die eine Teilnehmerin aus Österreich, unser künftiger Stargast, hat uns eine flammende Rede per Mail als Feedback gegeben und war sehr begeistert und hat da so viele spannende Gedanken mit ergänzt, dass wir gesagt haben... Dass du feurig geantwortet hast, wie es seiner Art entspricht. Ja. Du bist der feurige Daniel. Ja. Das X in Köpke steht auch für Feuer. Ja. Genau. Und da haben wir sie dann tatsächlich dazu überredet, dass sie im nächsten unserer Podcast dann mit dabei ist und wir dann mal das spannende Experiment machen, dass wir zu dritten Podcast machen. Das wird spannend. Oh. Und weil wir gerade bei den Geschenken sind, können wir ja noch verraten, dass jetzt ein grandioses Webinar zum Thema, wie man mit der Link-Strategie reich wird, noch 4 Tage online steht. Ja, auf jeden Fall. Wie war es denn, das Webinar? Es war fantastisch. Es waren 85 Leute da und ich glaube, es konnten ganz viele tolle Sachen mitnehmen. Es gab noch eine schöne Diskussion im Anhang an das Webinar. Und ja, guckt es euch an. Die werden ja immer nicht aufgezeichnet, damit es einen Grund gibt, dass man live kommt. Genau, guckt es euch an und viel Spaß. Und die Kernbotschaft war, so wie wenn mein Opa gesagt hätte, Geld allein macht nicht glücklich, man muss es schon haben. Genau. Wenn man es schon hat, weiß man, wie es geht. Mhm. Es gibt aber auch noch ein paar andere Tipps. Aber dafür muss man das Webinar gesehen haben? Auf jeden Fall. Diese Woche bin ich im Studio Jablonski mit dem Weihnachtswichtel-Ressourcen-Webinar, wo traditionell das letzte Webinar in dem Jahr dann über Ressourcen geht. Und nächstes Jahr, wir können es ja sagen, Caroline vertreten, wobei die ja kurz reingeblinzelt hat gerade, wir machen jetzt erstmal eine längere Webinarpause dann, bis nach dem Erlebniswochenende, zu dem es keine Plätze mehr gibt. Und werden dann, haben wir gerade frisch auf diesem Sofa beschlossen, ab dem 22., 23., 24., 25., 26. Januar eine Webinarreihe starten über Practitioner-Inhalte in den Alltag transferiert. Ja. Und ich freue mich. Genau, also ich fand die Idee halt super spannend, dass wir uns gemeinsam als Team auch mal ein Thema über einen längeren Zeitraum überlegen, dass wir halt auch ein bisschen mehr an einem Strang ziehen, weil jeder, genau, das ist kein Strang. Wir ziepeln nicht aneinander rum. Und wenn überhaupt, würde ich über die Stränge schlagen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Und
ja, das wird, glaube ich, eine spannende Webinarreihe. Ich glaube auch, ja. Dann könnt ihr auch mal längere Zeit dranbleiben. Dann könnt ihr auch mal längere Zeit an einem Thema dranbleiben, genau. Und euch jeden Donnerstag das Webinar angucken. Und um vorzublicken, nächsten Dienstag sind wir beide wieder im Podcast. Ja. Über Sprache. Ja. Dann macht auch der Podcast Pause und die Webinarreihe, die Newsletterreihe über glückliche Beziehungen ist jetzt auch zu einem glücklichen Ende gekommen. Da habe ich dich im PS, also im anderen Extra, gesehen. Das ist folgendermaßen entstanden. Der Newsletter wird ja immer einmal vorher getippt. Wenn du hier dich dazu setzt, dann haben wir alle vier Webinaris kurz mal auf einem Schlussbild, zumindest noch gegen Ende. Es sind nämlich so viele Leute hier, die sich gerade nicht zeigen. Mhm. Wir hatten nämlich gerade kurz darüber geredet, dass wir die Webinarreihe dann im Januar wieder starten unter einem gemeinsamen Thema. Das hatten wir nur kurz erwähnt. Wir haben das Thema schon verraten. Practitioner-Formate im Practitioner und im Alltag. Genau, frisch gebackene Entscheidung. Frisch gebackene Entscheidung. Genau. Ich war bei dem Newsletter. Und dass du da erwähnt bist, weil nämlich es gibt ja eine Newsletter-Testlesergruppe, in der unter anderem alle hier anwesend, aber jetzt in dem Fall vor allem Daniel. Und ich habe also einen wahrscheinlich im Grunde sehr brillanten Newsletter schon geschrieben. Mhm. Und Daniel meinte, der taugt nicht. Und er würde, war seine Idee, das Ende so und so schreiben und schrieb's. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, nehme ich's halt. Genau. Hab noch ein paar Kleinigkeiten sprachlich geglättet und hab das runtergebracht. Daraufhin brach in dem Newsletter-Testleser-Forum ein Wogen der Begeisterung, wie großartig das wäre, unter anderem von den beiden. Und nach dem Motto, schmücke dich nicht mit fremden Federn, dachte ich, mich erwähne dich dann zumindest. Vor allem auch für diesen großartigen Satz, NLP macht erst hoch und dann. Möchtest du, Superman, dich kurz mit dazu setzen? Wir machen Wochengruß. Ich finde das toll, es werden immer mehr. Ich finde das echt großartig. So langsam kommen sie doch. Ich glaube, das ist der dynamischste Wochengruß. Nicht ins Glas setzen. Ich glaube, das ist der dynamischste Wochengruß. Wir kriegen den dynamischen Wochengruß aller Zeiten. Komm, setz dich mit dazu. Ja? Immer mehr. Ist das nicht toll? Es werden immer mehr Leute. Irgendwann müssen wir stapeln. Sag mal, hallo. Hallo? Was soll ich denn sagen? Hallo? Hallo? Und jetzt? Reicht das? Ja. Willst du auch mal Hallo sagen? Hallöchen, liebes Publikum. Wir werden hier immer mehr. Und der Coach möchte auch noch was sagen. Hallo? So viel. Das reicht für den Moment. Und dann bleibt noch zum Schluss uns ein weihnachtliches Winken, oder? Also ein dreifach donnernde Stille Nacht. Tschüss, zum alles Gute zum dritten Advent. Tschüss. Jetzt suchen Sie den Ausschalteknopf.